Herzlich willkommen in der Oberberg Fachklinik Schwarzwald. Schön, dass Sie uns kennenlernen möchten. Zu uns kommen Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen. Ein großer Teil unserer Patienten sind Ärztinnen und Ärzte. Unser Ziel ist es, auf die gesamte Bandbreite modernster Therapieoptionen mit Hilfe unserer universitären Kooperationspartner zurückzugreifen. Besonders intensiv arbeiten wir mit den Universitätskliniken in Zürich und Freiburg zusammen. Der Therapieerfolg ist ein Teamerfolg. Einige Kollegen darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Jede Therapie ist ein gemeinsames Lernen. Ich lerne meine Patientinnen und Patienten Stück für Stück besser kennen und sie immer mehr über sich. Das Begleiten und Unterstützen, also für sie einen Weg zu finden, ein gutes und zufriedenes Leben zu führen, ist für mich wertvoll in meiner Arbeit. Jede noch so kleine Veränderung zum Guten ist ein großer Erfolg. Und das erfüllt mich mit Freude. Als Teil des Oberberg-Teams gibt es für mich drei wesentliche Dinge, für die ich dankbar bin. Erstens, das gemischte, engagierte und kompetente Team, das einen tollen Zusammenhalt auszeichnet. Zweitens, die außergewöhnlichen Ressourcen, die es uns ermöglichen, intensiv und sehr persönlich therapeutisch zu arbeiten. Und drittens, das Vertrauen der Menschen, die hierher kommen und sich für die Behandlung öffnen. Den Körper mit allen Sinnen wahrnehmen führt zu einem besseren Körperbewusstsein. Das ist gut für das Selbstbewusstsein und stärkt Selbstwertgefühl und Selbstachtung. Im gemeinschaftlichen Tun lernen die Patientinnen und Patienten, das umzusetzen und entwickeln wieder mehr Lebensfreude. Körperpsychotherapie ist ein wichtiger Baustein im Gesamttherapiekonzept. Wir gehen viel raus in die Natur. Du begibst dich bei jedem Wetter mit deinem Anliegen auf eine ausgedehnte Reise durch Wälder und Wiesen. Spürst den federnden Waldboden. Streifst durch dichtes Unterholz. Findest deinen persönlichen Kraftplatz. Das Waldbaden ist eine sehr erholsame und erkenntnisreiche Wanderung durch die Natur. Um einen positiven Einfluss auf die Gedanken und Gefühle unserer Patientinnen und Patienten zu nehmen, setzen wir unter anderem die Ohrakupunktur ein. Sie vereinigt westliche und östliche Medizin und ist eine gute Ergänzung unseres Behandlungsansatzes, wie unsere Patienten immer wieder bestätigen. Meine Aufgaben erlebe ich als sehr sinnstiftend, denn es bereitet mir große Freude, für die Patienten zu sorgen und sie zu unterstützen. Schönheit und gestalterischer Ausdruck sind für die Patientinnen und Patienten wichtige Ressourcen in der Auseinandersetzung mit ihrer Erkrankung. Der kreative Ausdruck mit den Händen hilft ihnen, sich wieder aktiv zu spüren und konkret zu erleben. Die dabei erlebte Freude, Selbstwirksamkeit und Lebendigkeit helfen, einen veränderten Umgang oder eine neue Gelassenheit in ihrem Leben zu entwickeln. In der Kunsttherapie wird durch das Gegenüber, die Farben, das Papier, den Ton, etwas Fremdes, Neues wahrgenommen. Aber auch der eigene Ich-Zustand. Es geht darum, sich auf Neues einzulassen, sich zu erforschen, loszulassen und Veränderungen als etwas Positives anzunehmen. Patienten entdecken zusätzlich die unterschiedlichen Facetten der eigenen Persönlichkeit. Sport und Bewegung in der Natur sind bei der Genesung von Suchterkrankungen enorm wichtig. Und wo kann man das besser beginnen als hier im wunderschönen Schwarzwald? Die gemeinsamen Aktivitäten unterstützen den sozialen Zusammenhalt, sie geben Struktur und Bewegung im Allgemeinen führt zu einer Verbesserung des Gemütszustands. Sport ruft Glücksgefühle hervor, die für weiteren Antrieb sorgen und dabei helfen, Suchterkrankungen, aber auch andere psychische Störungen zu heilen. In der Biofeedback-Behandlung beschäftigen wir uns mit der Wahrnehmung und Beeinflussung körperlicher Prozesse, die oft durch Stress, Ängste oder Belastungen beeinträchtigt sind. Das Feedback erfolgt über lobende visuelle oder akustische Signale, die bei Verbesserung erfolgen.
Diese Form der positiven Rückmeldung verstärkt die Heilung zusätzlich. Das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten steht für mich seit meiner fast 30-jährigen Tätigkeit für Oberberg im Mittelpunkt. Ich sehe sofort, wenn es den Menschen nicht so gut geht. Dann bringe ich ihnen meine Herzenswärme und meine Wohlwollen entgegen. Ich kann gar nichts anders. Das spüren die Menschen und das freut mich jeden Tag aufs Neue. Wir sind die Oberberg-Fachklinik Schwarzwald und wir alle teilen eine gemeinsame Überzeugung. Für jeden Menschen gibt es einen Weg zurück ins Leben. Wir sind für Sie da.